Ja, aber das ist das, ja, genau, aber dann kann ich nicht. Also ich bin nicht. Ja, das ist ein bisschen. Ja, genau. Danach ist es noch nicht gar. Also ein Winkel wird definiert als ein ungeordnetes Paar von Halbgraden, die von einem Punkt S ausgehen, also die Halbgraden, sagen wir mal I und H. Und dann haben wir den Winkel zwischen diesen beiden Halbgraden. Wir unterscheiden die Reihenfolge, also sagen der Winkel zwischen I und H. Ist das halt wieder bestimmt zwischen H und G? Und dann hat sich diese Definition dann auch keine Stufenwinkel, keine Überschreitungswinkel. So. Und das ist dann. Also man unterscheidet auch nicht zwischen dem Inneren und dem Äußeren, also dann diesen Winkel, der uns größer als wenn er zu stark ist.
Du wolltest nach der Definition sagen. Nein, das war schon gut. Also das ist einfach die Definition von den Aktionen. In den Aktionen und dann kommen wir zum Aktion 3.4. Heute Haarstrich, ein Halbstrahl, der gerade Haarstrich. Also wir haben hier dann gerade Haarstrich. Der Haarstrich ist dann bestimmt. Dann hier ein Halbstrahl, Haarstrich. So, das, dann gibt es einen und nur einen halbseitigen Strich, so ist das der GH-Komponent. Es gibt einen und einen. Und zugleich. Gut, also diese Seite, die gerade A-Strich, die hat zwei Seiten, rot und grün. Wenn ich mir jetzt eine der beiden Seiten aussuche, also man gegen die rote, dann gibt es hier genau einen Halbstrahl G-Strich, sodass zum einen also der Winkel G-H-Strich kongruent dem Winkel G-H ist und sodass die inneren Punkte also auf dieser roten Seite von H-Strich liegen. Also wenn ich die andere Seite ausgesucht hätte, dann hätte ich mir halt einen anderen Winkel hier nehmen müssen.
like a maximum of 11 minutes, 3 times combined. Da können Sie noch mal erklären, was Sie mit diesen inneren Punkten des Winkels auf einer gegebenen Seite vom A' haben? Also, okay, innere Punkte, die jetzt zwischen B und H liegen. Ja. Und, also wenn ich einen A' habe, dann habe ich zwei Seiten. Ja? Und auf beiden Seiten könnte ich einen Winkel antragen. Ich kann einerseits den Winkel hier antragen, ich könnte ihn aber auch hier antragen. Und weil ich ja will, also hier, die Behauptung ist ja, es gibt einen und nur einen Halbstrahl, sodass man diesen kompletten Winkel bekommt. Deswegen muss ich mich auf eine Seite festlegen. Also, wenn ich eine Seite festlege, dann gibt es hier einen eindeutigen Strahl für Strich, sodass ich hier denselben Winkel habe wie den anderen Winkel. Aber was meinen Sie mit diesen inneren Punkten des Winkels G'H'? Also, okay, die inneren Punkte sind. Ja, die inneren Punkte sind diejenigen Punkte, die auf derselben Seite liegen. Also, die sollen bezüglich der Geraden durch G also G ist eine Halbgerade also bezüglich der Geraden durch G also wenn ich die ganze Gerade würde, dann sollen die Punkte auf derselben Seite liegen wie der Halbstrahl H. Und bezüglich der Geraden durch H. Sollen sie auf derselben Seite liegen wie der Halbstrahl G. Also sie sollen einerseits auf dieser Seite hier von G liegen und andererseits auf dieser Seite von H. Also Anschaulichkeit. Naja, dann schaue ich eben das, was hier zwischen liegt. Also, also das bedeutet wirklich nur diese eine Seite festlegen, damit die andere Seite ausgeschlossen ist. Ja, ja, darum geht es. Okay. Also aus
Winkel GH. Unter die zwei Strich, zwei Strich. Gut, und schließlich Axon 3,6. Das ist einer der Komponentensätze für Dreiecke. Der Komponentensatz ist für S. Also bei Fliegen war es ursprünglich so gewesen, dass ich hier Komponentensätze als Sätze aus den Axonen hergeleitet hätte. Aber es ist tatsächlich so, dass man einen der vier Komponentensätze als Axon aussetzen muss und dann die anderen drei beweisen kann. Aber jedenfalls kann man nicht mathematisch vollständig direkt alle Komponentensätze aus den anderen Axonen beweisen. Also, das heißt, also einen Komponentensatz, nämlich SWS, setzt man als Axon voraus, das ist Axon 3,6. Wenn für zwei Dreiecke A, B, C und A'B'C' die Kongruenzen AB Kongruenz A'B' AC Kongruenz A'C' und schließlich Winkel BHC Kongruenz Winkel B'A'C' gelten. Dann, so ist es also formuliert, dann sollen auch die anderen beiden Winkel kongruent sein. Also, wir wissen ja, dass dann die ganzen Dreiecke kongruent sind. Also, dann als es schon darin steht, die entsprechenden Winkel A, B, C soll kongruent sein zu A'B'C'. Und der Winkel HCD soll kongruent sein zum Winkel A'C'. Das sind die Axiome der Kongruenz gewesen. Dann machen wir als nächstes zum Axiom der Parallelen. Und hier es sei G eine beliebige Gerade und C ein ganz außerhalb von B.
höchstens eine gerade B-Strich, die durch P verläuft und B entscheidet. Dass die gerade G nicht schneidet, heißt ja, also dass sie parallel sein soll. G-Strich. Also Sum 4 sagt, es gibt noch eine Parallele durch P. Also tatsächlich ist es so, aus den Axiomengruppen 1 bis 3 kann man zeigen, dass es mindestens eine gibt. Das Parallelenaxiom sagt dann also, es gibt nur eine. Die Maximum verkleinert sich, dass die Hinwunde so ein Teil der Maximum ist. Also das ist das Parallelenaxiom. Schließlich als letzte Axiomengruppe. Die Axiome der Stetigkeit. Auch die fehlt mir bei Euklid, also wahrscheinlich weil er hier als selbstverständlich vorausgesetzt hat. Erstens Axiom 5.1, das sogenannte archimedische Axiom. Irgendwelche Strecken. So gibt es eine Anzahl N. Hintereinander hat man von HD und CD.
den durchwinkeligen Halbstrahl über den Punkt B hinausführt. Wir haben eine Strecke AB und eine andere Strecke CD. Die hat eine bestimmte Länge. So, und wenn ich jetzt die Strecke hier abtrage, von A aus in Richtung von B auf den Halbstrahl, ja. Also dann hier habe ich eine Strecke, die konkurrent ist zu CD. Und dann kann ich nochmal die entsprechende Länge ab. Und nochmal. Und nochmal. Und irgendwann, also in diesem Fall nach 5 Schritten, muss ich dann über den Punkt D hinauskommen. Also es gibt ein N, in diesem Fall wäre jetzt N gleich 5. So dass, wenn ich N mal CD abtrage auf diesen Halbstrahl, dass ich dann über den Punkt B hinausgeführt werde. Also sozusagen, es gibt keine unendlich langen Strecken, sondern nach einer bestimmten Anzahl von Schritten kommt man immer über B hinaus. In der letzten Zeile, da steht ja von A aus auf den durch B. Wie heißt denn das Wort danach? Die auf den durch B gehenden Halbstrahl. Gehenden. Über den Punkt B hinausführt. Schließlich Axiom 5.2, das ist die sogenannte Vollständigkeitsaktion. Ohne dass die anderen Axiomen, also es reicht schon nur die Axiomen der Gruppen 1 bis 3 Axiomen von 3 zu kommen, ohne dass die Axiomen 1 bis 3 oder 5 1
müssen und wie ist dieses Axiom 5.2 gemeint? Weil wenn ich zwei Punkte auf einer Geraden habe, dann, also es gibt ja unendlich viele Punkte auf einer Geraden, außer ja, neben also den zwei anderen Punkten. Also, ja, ich meine, ja, also im Prinzip ist es so gemeint, dass die Geraden das sind, was wir uns darunter vorstellen. Also dass es sozusagen nicht irgendwelche größeren Geraden geben kann, zu denen noch mehr Punkte gehören. Also sozusagen, wir haben ja nicht definiert, also wir haben ja nicht... Also... Wir haben ja sozusagen nicht definiert, was Punkte und Geraden sind, sondern wir sind einfach ausgegangen davon, es gibt Punkte, es gibt Geraden und die erfüllen diese ganzen Axiome. Und dieses Vollständigkeitsaxiom ist letztlich das, was man braucht, um zu zeigen, dass die Geraden wirklich die sind, die wir kennen aus der Ebene, dass es keine irgendwie anderen Geraden noch gibt, die irgendwie größer sind. Also ich meine, es ist sozusagen so, man stellt diese ganzen Axiome auf, und will dann letztlich beweisen, was wir jetzt hier nicht machen werden, aber was Hilbert halt gemacht hat, dass die einzige Möglichkeit für diese ganzen Axiome dann wirklich die Punkte und Geraden sind, die wir kennen aus der Ebene. Und dieses Axiom braucht man dann einfach, um das zu beweisen, weil es sonst irgendwie noch größere Geraden geben könnte. Also da sind nicht die Punkte auf der Gerade gemeint? Diese keine weiteren Punkte sind nicht die Punkte auf der Geraden. Also es ist sozusagen so gemeint, dass man, wenn man eine Gerade hat, dass es nicht möglich wäre, noch irgendwelche anderen Punkte sozusagen zu sagen, dass diese anderen Punkte zu der Gerade dazugehören, weil man dann zu irgendeinem der Axiome einen Widerspruch bekommen würde. Also, was man woraus vollends kann und dann den Rest der Vorlesung meine Welle sozusagen normale Geometrie machen, ohne alles auf die Axiome zu führen. Also noch kurz zu sagen, also was Hilbert dann geschrieben hat. Also bis zum Ende dieses Axiomensystems ist widerspruchsfrei. Jedenfalls unter der Annahme, dass das Axiomensystem der reellen Zahlen nicht widerspruchsfrei ist. Die Axiome sind unabhängig. Das heißt, man kann keines der Axiome weglassen und es aus den anderen beweisen. Das nächste Mal, wenn du dich da weg kannst, absolut.
denn zum Beispiel, das ist doch eine offene Frage, war das Parallelenaxiom, hat man sich lange gefragt, ob es unabhängig von den anderen Axiomen ist. Oder ob man sich dann herleiten kann. Und dass man es nicht aus den Ländern herleiten kann, das hat man dann erst im 19. Jahrhundert. Nämlich es gibt die sogenannte hyperbolische Ebene. Zeigt das also, dass das Parallelaxiom nicht aus den anderen Axiomen fallen kann. Okay, ich werde noch kurz etwas sagen zum logischen Aufbau der Geometrie, auch wenn wir dann nachher, wie gesagt, alles anders machen werden. Aber jedenfalls, wenn man jetzt auf den Axiomen die Geometrie aufbauen würde, dann geht das also wie folgt: also aus den Axiomen Gruppen 1 bis 3 kann man erstmal schon einiges herleiten. Das waren Inzidenzanordnungen und Kongruenz. Aus diesen Axiomengruppen folgen also zum einen, wie gesagt, die Kongruenzsätze. Dann der Basiswinkelsatz und seine Umkehrung. Also das ist im gleichschenkligen Dreieck, dass die Basiswinkel gleich aus sind. Dass alle rechten Winkel kongruent sind. Dass Außenwinkel größer sind als nicht.
größte Winkel, also ein Dreieck ist ein größter Winkel aus den Seitenpunkten hier. Schon aus den ersten drei Axiomgruppen fallen kann, also ohne Barrierenaxiom und ohne auch diese Axiome der Stetigkeit. Gut, also wenn wir dann noch dazu das Parallelenaxiom nehmen. Die Innenwinkel, sondern ein Dreieck. Dann, dass man durch drei Punkte einen eindeutigen Kreis hat. Also durch drei nicht. Gut, und dann, wenn man dann noch die Aktion braucht, dann ist 5 dazu nimmt. Dann bekommt man zum Beispiel, wenn man die Flächeninhalte von Dreiecken berechnen kann, mit der Ziel der Flächeninhalte. Aber wie es zu diesen Folgerungen kommt, müssen wir ja nicht berechnen. Nein, also ich wollte das einmal aufgeschrieben haben, aber ich werde die jetzt alle herleiten, also ohne die Person zu kennen. Okay. Ja. Also in verzichtliche Weise, die wir machen werden, wenn so sein, dass auch nicht viel gemacht werden, weil wir nicht die Person nehmen. Auf jeden Fall Winkel.
im Prinzip fangen wir jetzt erst an mit der Geometrie in der Ebene. Gut, also fangen wir an mit Definitionen von Ebenwinkeln und Scheitelwinkeln. Okay, also wir haben jetzt zwei Bahnen. Also dann Nebenwinkel ergänzen Sie 180 Grad. Also die beiden Winkel hier geben zusammen 180 Grad. Gut, und dann Scheitelwinkel. Als Scheitelwinkel bezeichnen wir für Alpha jetzt diesen Winkel hier in der Kammer. Also teilen sich zwei Geraden. So, jetzt zeichnen. Gut, und als Satz, ganz einfach, Scheitelwinkel sind gleich aus. Also wir wollen zeigen, dass hier die beiden Winkel Alpha und Gamma gleich groß sind. Gut, jetzt ist einerseits Alpha ein Nebenwinkel zu Beta, also Alpha plus Beta ist 180 Grad. Und andererseits ist hier Gamma ebenfalls ein Nebenwinkel zu Beta.
Also das Kammerabflussbecken. Gleich 180 Grad. Okay, und dann, wenn wir das umstellen, haben wir also Kammer gleich 180 Grad minus Wetter. Und Wetter wiederum ist aber 180 Grad minus Alpha. Und wir bekommen Alpha. Als nächstes kommen wir zu Stufenwinkeln und Wechselwinkeln. Also, zwei Geraden, die und A. Und eine dritte Gerade, die beide schneidet. Und jetzt schneidet es durch. Die auf derselben Seite von K und auf entsprechenden Seiten von B und K liegen, diesen Winkel. Winkel, die auf derselben Seite von K und auf entsprechenden Seiten also dieser Winkel und dieser Winkel sind Stufenwinkel. Dann wollen wir noch Wechselwinkel erklären. Also Winkel, die auf unterschiedlichen Seiten von K und dann auch auf den sozusagen entgegengesetzten Seiten von
von B und Radium mit einem Wechselwinkel. Also Winkel auf unterschiedlichen Seiten. Das können wir jetzt bei den Ballen ist. Also wenn B parallel zu A ist und also K in der dritte Gerade ist, die beiden schneidet. Stufenwinkel gleich groß. Und B. Okay, also nach meinen selben Voraussetzungen. Also, dann sind Wechselwinkel gleich groß. Also erstmal von den Punkten hier Namen zu geben, ich nenne die Schnittpunkte P und Q oder also P in der Richtung Schnittpunkt von G und K und Q in Richtung Schnittpunkt von H und K. Jetzt schaue ich mir an, die Verschiebung um den Vektor PQ, also F, soll jetzt sein, die
Verschiebung, also eine Abbildung kann von der Ebene an sich. Das soll die Verschiebung um den Vektor Q sein. So, dann hat er diese Vektor PQ, der gehört ja sozusagen zur Gerade K, das heißt also K, die Gerade K wird wieder auf K abgebildet. Ja, also wir haben hier diese Verschiebung entlang der Geraden K, wir bilden die Gerade K wieder auf sich ab. Eben, es verschiebt alles um die Länge von PQ. Gerade G, also wenn ich hier irgendwie einen Vektor U habe, gerade G kann ich ja beschreiben als die Menge der Punkte P plus T mal Vektor U und T plus R. So, wenn ich jetzt das F auf T plus T U anwendet. Also F ist ja die Verschiebung im Vektor PQ. Also ich kann sozusagen F von irgendeinem Punkt, das ist S, und dann schreiben wir als S plus PQ. Wenn ich das jetzt hier anwende, kriege ich P plus T U plus PQ. Diese Verschiebung auf P plus TU anwendet, finde ich immer Q von Q plus TU. So. Ja, aber andererseits, weil H ja parallel zu G ist, ist H ja die Menge der Q plus T mal U, also derselbe Vektor. Das heißt, ich kriege hier also, dass diese Verschiebung jetzt G auf H abbildet. Und K auf K ab.
Also wenn ich diesen Winkel hier in meinem Finger Alpha und Beta nenne, dann bildet F die Verschiebung, also Alpha auf Beta ab. Und jetzt bei Verschiebungen, aber ja, Bewegungen sind, also Länge und Winkel erhalten. Heißt das also, dass die Winkel gleich groß bleiben bei einer Verschiebung? Und damit haben wir, dass die Stufenwinkel gleich groß sind und die Wechselwinkel bekommen wir dann, weil ja der Wechselwinkel hier im Scheitelwinkel zu Beta ist. Also hiermit haben wir jetzt hier die gleichen Stufenwinkel gewesen und die Wechselwinkel bekommen wir dann, weil das ein Scheitelwinkel dazu ist. Zunächst gleich der Stufenwinkel. Alpha.
zeigen, dass die Summe 180 Grad ist. Und nach jetzt folgendes bezeichnen Parallele durch C zu HB. Jetzt haben wir hier Wechselwinkel zweimal. Also einmal dieser Winkel Alpha hier ist ein Wechselwinkel zu diesem. Und dieser Winkel Eta ist Wechselwinkel zu dem hier. Also aus dem Wechselwinkelsatz ich zeichne hier mal irgendwelche Punkte ein, um den Namen zu geben. Also aus dem Wechselwinkelsatz folgt, dass der Winkel DCA gleich Alpha ist und der Winkel ECB gleich Beta. Gut, andererseits ist natürlich der Winkel ECE ein gestreckter Winkel, also 180 Grad. Das heißt, wir haben also Winkel ECH plus Gamma plus Winkel ECB gleich 180 Grad und kriegen daraus dann also Alpha plus Gamma plus Beta gleich 180 Grad. Und damit wiederum können wir dann die Umkehrung zum Zwischenwinkelsatz oder auch zum Wechselwinkelsatz zeigen. Also jetzt haben wir hier wieder zwei Geraden, G und H. Und die dritte gerade K, die geschneidet. Also, und jetzt. Also vorhin hatten wir gesagt, wenn die Geraden G und H parallel sind, dann sind die Stufenwinkel gleich groß. Und jetzt umgekehrt, wenn die Stufenwinkel gleich groß sind, dann ist G parallel zu H. Den Beweis führen wir indirekt. Angenommen, die wäre nicht parallel zu H. Das heißt dann also,
B und A schneiden sich. Also B und A müssen sich dann irgendwann schneiden. Also wenn wir die Winkel hier Theta und Gamma nennen, also ein Dreieck mit dem Schnittpunkt, muss ja dann für die Innenwinkel gelten. Alpha plus Theta plus Gamma gleich 180 Grad. Und aber andererseits ist Theta der Nebenwinkel zum Stufenwinkel. Nach Voraussetzung gleich groß sein würde. Die Alpha dann kriegen wir also Alpha plus Beta gleich 180 Grad. Okay, und wenn wir das dann vergleichen, also wenn wir das von der anderen Gleichung abziehen, wir haben hier einmal Alpha plus Beta plus Gamma gleich 180 Grad, einmal Alpha plus Beta gleich 180 Grad. Wenn wir das abziehen, kriegen wir Gamma gleich 0 Grad und das ist ein Richtung. Sind, dann müssen die Graden parallel sein. Analog für die Wechselwinkel, das kann ich nächstes Mal machen. Wenn die Wechselwinkel recht groß sind, dann müssen die Graden ebenfalls parallel sein. Okay, das war's. Ich mache das heute.